Wir fahren fort in der Tagesordnung und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 53, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Neuorganisation der Autobahnverwaltung. Die Landesregierung hat geschlafen. Zusammen mit dem dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Landesregierung engagiert sich für die hessische Infrastruktur und die Beschäftigten von Hessenmobil. Das sind die Drucksachen 6549 und 6578 aus 19. Redezeit 10 Minuten. Zu Wort gemeldet hat sich als erstes Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich eines vorwegschicken. Die aktuellen Bemühungen der Landesregierung, noch eine Niederlassung der Straßenbauverwaltung nach Hessen zu holen, findet unsere volle Unterstützung. Auch wir als Freie Demokraten haben uns an die Kollegen in Berlin gewendet, um auch bei denen die entsprechenden Sensibilität zu hinterlegen. Wir sehen es sehr gut, dass wir verstehen es sehr gut, dass jetzt auch die Industrie- und Handelskammer sich an den Bundesverkehrsminister gewendet hat. Dem geht voraus, dass auch die Vereinigung der hessischen Bauindustrie sich ähnlich geäußert hat. Wir haben in Hessen mittlerweile eine breite Bewegung, die klar macht, was das eigentlich bedeutet, was es eigentlich für ein Desaster wäre, wenn in Hessen keine eigene Niederlassung der neuen Bundesverkehrsgesellschaft kommen würde. Es ist vor allen Dingen auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hessenmobil ein Desaster, die vorher schon verunsichert waren und nicht genau wussten, wo die Reise hingeht, und die mit der Nachricht, dass wir jetzt in Hessen keine eigene Niederlassung bekommen, noch einmal zusätzlich gestraft sind. Dann nützt es auch nichts, Herr Präsident, Sie erlauben, die Broschüre zur Reform der Auftragsverwaltung des Landes herauszugeben, wenn am Ende dann tatsächlich Hessen kaum noch einen Einfluss hat. Wo ist denn eigentlich das Problem? Wenn wir keine eigene Niederlassung mehr haben, meine Damen und Herren, bedeutet das, dass die Planungen, die Planungsprojekte zukünftig, was die hessischen Autobahnen anbelangt, nicht mehr von Hessen aus geplant werden. Wenn ich als, das ist durchaus sehr menschlich, wenn ich als Planer jeden Tag mit einem Projekt beschäftigt wäre, das mich vor der Haustüre richtig quält, dann weiß ich, dass ich diese Planung nach oben auf den Stapel legen werde. Wenn ich in dem Stau stehe, finde ich das ziemlich doof. Dann werde ich das Projekt beplanen. Die Folge nach diesem Niederlassungsprinzip ist, es wird niemanden geben, der das tagtäglich im Rheingebiet mehr erfahren muss, weil die Planung zukünftig von Montabaur aus passieren wird. Meine Damen und Herren, was ist ja, ein bisschen mehr? Also Respekt vor den Montabauern, die freuen sich, ein Loch im Bauch ist denen geschenkt. Aber das sind nicht unsere Probleme. Unsere Probleme sind z.B., dass wir viele Projekte beim Bundesfernstraßenbau, nehmen wir einmal die A49, aus den Mitteln des Switch finanziert haben. Was ist Dieter Posch damals belächelt worden, als er gesagt hat, die Mittel, die da zurückfließen, die werde ich jetzt erst einmal nehmen und dort ein Tunnelbauwerk errichten lassen? Was ist er dafür belächelt worden? Das hat aber am Ende dazu geführt, dass die A49 jetzt tatsächlich komplett gebaut wird. Zukünftig sind wir von diesen Informationen in Hessen nahezu abgeschnitten. Das heißt also, wir müssen immer in benachbarte Länder gehen und sagen, was habt ihr denn, was gibt es denn, haben wir noch eine Chance für ein Projekt in Hessen? Meine Damen und Herren, und nicht zuletzt, es ist natürlich ein Riesenproblem für die Beschäftigten bei Hessenmobil, deren Zukunftsperspektive nicht gut sind. Ich weiß, das kommt ja auch in dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen zum Ausdruck, dass sie die Probleme ja selber auch erkennen und dass sie genauso wenig Verständnis dafür haben, warum die Bayern zwei Niederlassungen bekommen, Nordrhein-Westfalen bekommt zwei Niederlassungen, selbst das kleine Hamburg bekommt mit einem Autobahnnetz von rund 900 Kilometern auch eine eigene Niederlassung. Und da stellt man sich nicht die Frage so sehr, was die Landesregierung, dass sie jetzt in Aufruhr ist und dass sie jetzt hektisch wird und dass der Ministerpräsident nach Berlin reist. Die Frage stellt sich jetzt mir im Moment nicht.
Mir stellt sich vor allen Dingen die Frage, wie hat es denn überhaupt so weit kommen können, dass Hessen von vornherein keine Berücksichtigung gefunden hat? Meine Damen und Herren, das ist die spannende Frage. Nicht für all diejenigen, die sich da jetzt einsetzen und sagen, wie können wir das Desaster korrigieren, sondern wie hat es überhaupt dazu kommen können? Und meine Damen und Herren, hat uns der Wirtschaftsminister relativ früh eingebunden. In der Regel muss man sagen, also das Einbinden war vorbildlich, aber es, so im Nachgang kommt mir so ein bisschen die Idee, das war vielleicht, um die mögliche Kritik dann auch klein zu halten. Das könnte vielleicht auch eine Strategie gewesen sein. Aber, meine Damen und Herren, wie hat es denn überhaupt dazu kommen können? Im Oktober 2016 einigten sich die Ministerpräsidenten auf eine neue Aufgabenverteilung von Bund und Ländern. Das war die größte Reform seit 1949, was die Straßenbauverwaltung anbelangt. Und, meine Damen und Herren, dass der Verkehrsminister dann erst Anfang dieses Jahres sozusagen in einer Sitzung das Ergebnis in einem verschlossenen Umschlag präsentiert bekommen hat, ohne dass er davon vorher überhaupt noch Kenntnis genommen hat, oder wie er selber sagt, dass der Bund vorher überhaupt keine Teilhabe hat, meine Damen und Herren, da kann man doch mal ein großes Fragezeichen dran machen. Selbst wenn das so wäre, Herr Staatsminister, selbst wenn das so wäre, muss man sich doch mal fragen, ob das, was bei Ihnen normalerweise auf Arbeitsebene im Ministerium, dass es da einen Abteilungsleiter gibt, der bei seinen Kollegen in Berlin mal anruft und sagt, sag mal, ich weiß, da ist was im Busch, wie sieht es denn da aus für Hessen, dass er sich vorher mal darum kümmert, meine Damen und Herren, das ist wirklich schwer zu glauben, würde sich nur erklären lassen, dass Sie die entscheidenden Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium sozusagen kaltgestellt haben, dass der Informationsfluss abgeschnitten war und Sie selber so an die Information nicht gekommen sind. Oder, Herr Staatsminister, Sie haben sich einfach nicht dafür interessiert, was da in Berlin passiert, was schlimm genug wäre. Aber erzählen Sie uns nicht, es hätte keine Gelegenheit gegeben. Denn das Spannendste dabei ist, längst bevor die Ministerpräsidenten im Oktober 2016 sich geeinigt haben, hat es den Abschluss der Bodewig-Kommission II gegeben, im Februar 2016, also weit vor der Entscheidung der Ministerpräsidenten. Und dort wurde schon durch die Verkehrsminister ausführlich das Konzept diskutiert. Es liegt in der Bodewig-Kommission II in dem Bericht schon das Konzept für die Auftragsverwaltung vor, im Februar 2016. Und zu dem gleichen Zeitpunkt, das ist nachzulesen in der Bodewig-Kommission, ist, dass bereits da 7 Länder ihre Anträge und Ansprüche formuliert haben. Wer unter anderem nicht da war, war Hessen, war der hessische Verkehrsminister. Erzählen Sie uns nicht, Sie hätten nicht frühzeitig Einfluss nehmen können. Meine Damen und Herren, Sie haben das Thema schlichtweg verpennt, weil es Sie nicht interessiert. Sie werden uns jetzt hier wahrscheinlich das alles sagen, das stimmt alles so nicht, das kann alles gar nicht so sein. Es ist jetzt mittlerweile eine Frage, ob ich Ihnen da wirklich noch irgendwas glauben kann oder ob wir wirklich einen stehenden Fußes auf ein Desaster zulaufen. Ich glaube, dass wir stehenden Fußes auf ein Desaster zulaufen. Okay, das ist die Bildsprache war jetzt ein bisschen komisch. Das gebe ich gerne zu. Aber, meine Damen und Herren, das Problem ist viel ernster. Weil diese Strukturen, die sich jetzt da manifestieren, ich weiß nicht, ob sie noch erfolgreich in Berlin nachverhandeln können. Dann ist das aber ein nachhaltiger Schaden für die Planung der Infrastruktur der Autobahnen in Hessen. Und ich fordere Sie auf, als Landesregierung, dann von dem Recht Gebrauch zu machen, was die neue Grundgesetzänderung vorsieht. Dann nehmen Sie das Recht in Anspruch und übernehmen die hoheitlichen Aufgaben wieder nach Hessen und packen Sie die wieder nach Hessen mobil. Das ist die Planfeststellung. Das ist eine Möglichkeit, die uns eingeräumt wird. Die Entstehungsgeschichte muss man jetzt nicht unbedingt vertiefen, aber es ist eine neue Möglichkeit,
warum es dazu kommt, dann müssen wir als Hessen dann auch unsere Interessen da vertreten, so breit wie möglich im Interesse der Infrastruktur in Hessen und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hessenmobil. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lenders. Als nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Karin Müller für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stimmen ja in dem Punkt mit der FDP überein, dass wir es für falsch halten, dass es in Hessen bis jetzt keine Niederlassung der neu zu gründenden Infrastrukturgesellschaft geben wird. Das war dann aber auch schon alles an Übereinstimmung. Nämlich schon die Überschrift Ihres Antrags ist eine Frechheit. Erstens, die Landesregierung schläft nie, und zweitens, der Verkehrsminister schon einmal gar nicht. Genau. Nur weil Sie für sich beschlossen haben, dass Sie ihn von seinem Amt befreien wollen, verdrehen Sie hier die Tatsachen, wie es Ihnen in den Kram passt. Das ist unterste Schublade, würde ich mal sagen. Die ganzen Verschwörungstheorien, die Sie eben hier verbreitet haben, die möchte ich doch dann mal bitte belegt haben. Wenn es Ihnen um die Sache ginge, würden Sie nicht solche Anträge schreiben, sondern mit daran arbeiten, dass eine 11. Niederlassung nach Hessen kommt. Dann hätten Sie doch auch vorher schon einmal im Bundestag einen Antrag stellen sollen. Sie haben Ihre beste Frau aus Hessen nach Berlin geschickt. Wo war der Antrag, dass in Hessen eine 11. Niederlassung entstehen soll? Ich habe nichts gesehen. Mir liegt nichts vor. Ich habe doch nicht gesagt, dass Sie anderen schuld sind. Nur wenn man sich hier so aufbläst, dann muss man auch mal was tun. Jetzt kommen wir einmal zu den Fakten, die Sie ja schon im letzten Wirtschaftsausschuss in öffentlicher Sitzung gehört haben und die Sie selber beantragt haben, aber anscheinend nicht zur Kenntnis genommen haben. Das Bundesverkehrsministerium hat das Standortkonzept nicht vorgestellt. Das haben Sie in Ihrer Rede ja eben auch gesagt, aber in Ihrem Antrag auch noch anders beschrieben. Sind Sie fertig? Dann mache ich jetzt weiter. Das Konzept wurde in einem geschlossenen Umschlag überreicht, und bilaterale Gespräche hatten bis dato nicht stattgefunden. Das kann man, wenn man gutwillig ist, mit der schwierigen Regierungsbildung erklären, dass halt Herr Scheuer keine Zeit gefunden hat und dann einfach ein fertiges Konzept, was er nämlich an 4 Wirtschaftsunternehmen in Auftrag gegeben hat und nicht durch Gespräche mit den Personalvertretungen erstellt hat. Das kann man ihm, wenn er gutwillig ist, unterstellen. Aber das heißt jetzt auch noch, dass nachverhandelt werden kann. Und das tut die Landesregierung uns keineswegs untätig. Aber auch im Vorfeld war die Landesregierung nicht untätig, und das wissen Sie doch auch. Wir haben bereits vor einem Jahr über dieses Thema hier geredet. Da war allen der Zeitplan bekannt. Die Landesregierung hat die verabredeten Schritte eingehalten. Es wurden die Vollzeitäquivalente gemeldet, die mit dem Bereich Autobahn beschäftigt sind, ohne Namen zu nennen. So war es verabredet, und das ist auch eingehalten worden. Aber dann wurde man vor vollendete Tatsachen gestellt. Auch wir halten es für fachlich geboten, dass das Autobahnnetz in Hessen auch von Hessen aus verwaltet wird und nicht auf 4 Niederlassungen aufgeteilt wird. Das halten wir auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für geboten. Es wurde versprochen, dass die Personalvertretungen der Länder in den Prozess mit einbezogen werden und auch die Länder in die Beratung mit einbezogen werden. Das ist nicht passiert. Bilaterale Gespräche haben nicht stattgefunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zwar eine Arbeitsplatzgarantie. Sie müssen nicht in Montabaur oder Hannover sitzen. Das ist so. Sie können an ihren Standorten bleiben. Auch können sie sich entscheiden, ob sie beim Land oder beim Bund beschäftigt werden wollen. Trotzdem ist es dann natürlich eine Behörde an einem anderen Standort, was immer zu Reibungsverlusten führt und damit auch dann die Qualität der Arbeit und auch die Motivation mindert. Denn wenn man nicht vor Ort in dem Team eingebunden ist, werden Absprachen schwieriger. Und auch die Aufstiegschancen werden natürlich schlechter, wenn man dann nicht wechselwillig ist und so weiter. Also es hat nur Nachteile, und wir reden hier über 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Hessenmobil oder mit der Betreuung der Aufgaben von Autobahnen beteiligt sind. Darüber haben wir ebenfalls vor einem Jahr schon geredet und festgestellt, dass Baubetrieb und Planung
von Autobahnen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern dass Abstimmungsbedarf in Bezug auf das weitere Straßennetz und auch die anderen Verkehrsträger gibt. Deswegen ist die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äußerst wichtig, also zum einen aus fachlichen Gründen, aber auch im persönlichen Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es wichtig, dass das Autobahnnetz in Hessen auch von Hessen aus betreut wird. Und weil die Landesregierung das auch so sieht und keineswegs untätig war, wurde bereits im Juli letzten Jahres ein Brief an alle Bundestagsabgeordneten aus Hessen geschickt, in dem um Unterstützung für Hessen als Standort einer regionalen Tochtergesellschaft geworben wurde. Dann kann man auch sagen, FDP, warum schreiben Sie jetzt erst Briefe und hat sich damals nicht engagiert? Ich wollte Sie nur mal wieder aufwecken. Sie waren so kurz vorm Einschlafen, Herr Lenders. Nachdem dann das Standortkonzept bekannt wurde, hat sowohl Tarek Al-Wazir einen Brief an Herrn Scheuer geschrieben, als auch der Ministerpräsident sich an die Kanzlerin und an Minister Scheuer gewandt. Das wissen Sie alles, aber wie gesagt, anscheinend haben Sie es nicht zur Kenntnis genommen. Denn all die Informationen haben wir vom Minister zur Verfügung gestellt bekommen. Also, anstatt hier Anträge zu schreiben, die falsche Tatsachen suggerieren und allein aus der Motivation getrieben sind, den Verkehrsminister von seinem Amt zu befreien, sollten wir doch alle mit vereinten Kräften dafür werben, dass an Hessen kein Weg und keine Niederlassung vorbeigeht. Die hessischen Autobahnen müssen von Hessen aus geplant werden. Alles andere führt zu Reibungs- und Qualitätsverlusten. Ein 11. Standort für die Bundesfernstraßengesellschaft ist auch jetzt noch möglich. Kein anderes Bundesland hat einen weiteren Standort gefordert. Bayern und Baden-Württemberg unterstützen das Anliegen sogar ausdrücklich. Das sollte unser aller Ziel sein, um den Standort Hessen zu stärken, aber auch um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Entwicklungs- und Aufstiegschancen in Hessen zu gewähren und nicht nur, um hier Klamauk zu machen. Vielen Dank, Frau Müller. Als nächstes spricht Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im letzten Sommer, kurz vor der Bundestagswahl, hatte die alte Große Koalition eine Grundgesetzänderung durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht. Es ging um die Gründung einer privatrechtlichen Autobahninfrastrukturgesellschaft, kurz IGA. Wir haben dieses Vorhaben abgelehnt, ebenso wie das andere CSU-Lieblingsprojekt, nämlich die Ausländermaut, die sogenannte, weil es bei der Autobahngesellschaft darum geht, Profitmöglichkeiten in ÖPP-Projekten zu schaffen. Und eine Kommission unter Beteiligung von Banken und Versicherungen hatte dieses Konstrukt auch vorbereitet. Und wir haben diese Umwandlung abgelehnt, weil wir es falsch finden, eine Privatisierung der Autobahnen voranzutreiben und ÖPP-Projekte vollkommen ablehnen in diesem Bereich, meine Damen und Herren. Mit den Auswirkungen und den Problemen bei der Umsetzung dieser Fehlentscheidung, mit denen beschäftigen wir uns heute. Die bisher vom Land verwalteten Bundesautobahnen sollen zukünftig von Niederlassungen der Infrastrukturgesellschaft Autobahn verwaltet werden. Und diese Gesellschaft soll 10 Niederlassungen erhalten. Hessen bekommt keine. Die hessischen Autobahnen sollen zukünftig von Hannover, Montabaur und Hamm aus verwaltet werden. Und das erschwert die Verwaltung für die hessischen Behörden. Und es bedeutet einen Verlust von Expertise, den die Landesbehörde Hessen Mobil in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Vor allem aber stellt es 3.500 Beschäftigte von Hessen Mobil vor eine ungewisse Zukunft. Von ihnen wird ein Drittel zukünftig für die neue Gesellschaft tätig sein, und der Rest bleibt in einer Behörde, die mächtig umgekrempelt und neu aufgestellt werden wird. 3.500 Menschen, die sich Sorgen machen, zu welchen Bedingungen sie zukünftig arbeiten müssen, ob ihr Job langfristig sicher ist, ob alle Standorte erhalten bleiben oder ob sie womöglich umziehen müssen. Und der Personalrat von Hessen Mobil ist ja heute auf der Tribüne auch zu Gast. Der Vorsitzende Herr Donath und weitere Mitglieder des Personalrats, die heute hier sind. Und meine Bitte, richten Sie den Kolleginnen und Kollegen unsere Grüße aus und unseren Dank und unsere Anerkennung für Ihre tagtägliche Arbeit, die Sie hier tun, meine Damen und Herren. Die
Bundesautobahnen werden zukünftig von der privatrechtlichen Autobahngesellschaft betrieben, beaufsichtigt von einem neuen Fernstraßenbundesamt. Ein ähnliches Modell also wie die Privatisierung der Bundesbahn zur Deutschen Bahn AG mit dem Eisenbahnbundesamt. Ich glaube, das ist nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Von den 10 Niederlassungen, die vorgesehen sind, bekommt übrigens Bayern 2 Niederlassungen. Ein Schelm, wer angesichts des CSU-geführten Bundesverkehrsministeriums dabei etwas denkt. Hessen bekommt eben keine. Das Standortkonzept, das wurde schon angesprochen, wurde den Bundesländern bei der Verkehrsministerkonferenz in einem geschlossenen Umschlag vom Bundesverkehrsminister überreicht. Ich will nur einmal anmerken, dass von den 7 Bundesländern, die Niederlassungen bekommen, 3 einen Ministerpräsidenten der CDU haben, 3 einen Ministerpräsidenten der SPD und ein grüner Ministerpräsident darunter ist. Das klingt mir so ein bisschen danach, dass die Struktur offenbar politisch innerhalb der Großen Koalition ausgekungelt wurde, mit Hessen offenbar nicht, dass sie politisch ausgekungelt ist, diese Struktur, und dass fachliche Fragen und vor allem die Beschäftigten dabei überhaupt keine Rolle gespielt haben, weil es ein politisches Geschacher ist um die Niederlassung und dass hier nicht um die Inhalte und die Menschen geht, die dort arbeiten, meine Damen und Herren. Und seit diese konkreten Pläne der Ausgestaltung der Reform auf dem Tisch liegen, ist die Aufregung in Hessen groß. Aber das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Das ist das dicke Ende einer langen Vorgeschichte, in der es die hessische Landesregierung versäumt hat, sich sinnvoll einzubringen. Seit mindestens 2 Jahren mahnen und warnen wir davor, dass in Berlin heimlich an der Autobahnprivatisierung gearbeitet wird, dass Hessen sich hier einmischen muss. Wir haben das mehrfach zum Thema gemacht. Nach dem Bericht der Fratscher-Kommission beispielsweise, der das Ganze inhaltlich vorbereitet hat und auch vor der entscheidenden Bundesratsabstimmung. Und dann ging es ganz schnell. Vor der Bundestagswahl im letzten Jahr hat die Große Koalition die Grundgesetzänderungen noch im Rekordtempo durch Bundestag und Bundesrat gejagt. Und die SPD hat damals erklärt, sie habe die Privatisierung verhindert. Der Bund mag ja Besitzer der Grundstücke unter den Autobahnen bleiben, aber das ändert nichts daran, dass die Betreibergesellschaft zukünftig nach der Logik eines Privatunternehmens arbeiten wird. Und das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Aus Bürgern, die selbstverständlich Steuern bezahlten und die durch Steuer bezahlten Straßen nutzen, werden mit der Pkw- und der Lkw-Maut plötzlich Kunden, die ein Produkt kaufen. Die IGA hat sogar ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst viel Verkehr auf die Straßen zu ziehen. Das ist umweltpolitisch und verkehrspolitisch absurd. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Über ÖPP-Projekte, die sogenannten öffentlichen privaten Partnerschaften, sollen private Investoren praktisch unbegrenzt beteiligt werden. Es gibt zwar eine Grenze von 100 km pro Projekt, aber es kann ja unbegrenzt viele Projekte geben. Diese Begrenzung ist also eine Nebelkerze. Und dass diese ÖPP-Projekte nicht besser sind und dass sie nicht billiger sind als ein rein staatlicher Autobahnbetrieb, das hat ja nicht nur der Bundesrechnungshof ausgerechnet, sondern das zeigen auch abschreckende Beispiele wie die Firma A1 Mobil in Niedersachsen, die nicht genug Maut einnahmen, die in wirtschaftliche Schieflage gerieten und den Bund auf mehr als eine halbe Milliarde Euro verklagt haben. Es soll also sehr wohl private Rendite mit den Autobahnen gemacht werden, und die wird jemand bezahlen müssen. Ob die Nutzer oder die Steuerzahler, am Ende zahlt es die Allgemeinheit. Was steckt also dahinter, außer den Fonds und Versicherungen neue Investmentoptionen zu offerieren? Ganz einfach, dahinter steckt auch der Fetisch der schwarzen Null. Die IGA bildet faktisch einen Schattenhaushalt. Das Unternehmen kann munter Schulden aufnehmen und ÖPP-Projekte mit privaten Investoren betreiben. Und die Schuldenbremse spielt keine Rolle mehr, weil die Mittel, vor allem auch die Mauteinnahmen, gar nicht mehr im Bundeshaushalt auftauchen. Die Mauteinnahmen sollen komplett bei der IGA bleiben. Genannt wird das dann geschlossener Finanzierungskreislauf. Die CSU tönt, jeder Euro der Maut fließt wieder in die Straße. Ja, aber das nimmt dem Haushalt souverän, nämlich dem Parlament, auch die Möglichkeit, die Mauteinnahmen für etwas anderes zu nutzen, nämlich z. B. für den Schienenausbau und die Verkehrswende. Das Geld, vor allem aus der Lkw-Maut, bleibt also schön in dieser Blackbox IGA. Und wir haben die Schuldenbremse immer als Investitionsbremse abgelehnt, weil wir genau solche Folgen befürchtet haben. Wenn die öffentliche Hand sich selber verbietet, Geld für Investitionen auszugeben, und nichts anderes ist die Schuldenbremse, dann
dann kann die Infrastruktur nur mithilfe von Schattenhaushalten, Privatisierung und ÖPP-Projekten saniert und aufrechterhalten werden. Das ist intransparent, und das ist langfristig auch teurer, als wenn der Staat es selber macht, weil am Ende eben auch Investoren noch mitverdienen wollen, meine Damen und Herren. Und das ist undemokratisch, und das ist ökologisch hochbedenklich. Und das macht die Menschen, die sich bisher mit harter Arbeit um hessische Autobahnen gekümmert haben, zu einem Spielball. Denn an die Beschäftigten scheint es bei der ganzen Verteilungsfrage, in Berlin offensichtlich überhaupt niemand auch nur eine Sekunde gedacht zu haben. Leider ist die Grundgesetzänderung beschlossen. Aber Sie können jetzt Planungssicherheit für die Beschäftigten verlangen. Und ich finde, hier kann man wirklich noch etwas drehen. Und deshalb, Herr Minister, Sie sollten es ernst nehmen, wenn die Wirtschaftsverbände, die Bauindustrie, die Beschäftigten, die Gewerkschaften alle gleichermaßen Sturm laufen gegen diese Pläne. Deshalb machen Sie Druck gegen dieses Standortkonzept. Und ich sage auch, wir haben hier einen stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, wir haben einen stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und wir haben hier einen grünen Minister. Und deshalb finde ich, man sollte das ganze politische Gewicht in die Waagschale werfen und für die Menschen kämpfen, deren Dienstherr Sie jetzt noch sind, nämlich für die Beschäftigten von Hessen Mobil, meine Damen und Herren. Und hier muss man auch klare Verhältnisse im eigenen Laden schaffen, für die Beschäftigten, die bleiben, und für die, die gehen, bevor sich dringend benötigte Fachkräfte etwas anderes, Planbares suchen. Und auch wenn es jetzt nicht in Ihrer Hand allein liegt, was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschieht, die zur IGA wechseln, sorgen Sie wenigstens für den Rest, für Klarheit und Planungssicherheit, bevor der Politikbetrieb des Landes nach der Wahl möglicherweise für Monate stillsteht. Geben Sie den Menschen Zusagen, die auch für eine zukünftige Landesregierung rechtsverbindlich sind, beispielsweise einen Schutztarifvertrag und Standortgarantien. Weil ich finde, das ist das Mindeste, was das Land Hessen diesen Menschen schuldig sind, die jeden Tag hart arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als Nächstes hat sich gemeldet für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Frankenberger. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Wissler, dass Sie in Ihrer Rede die Schlachten geführt haben von vorgestern, lassen Sie mich zu Beginn noch einmal darauf eingehen, dass als die Bundesinfrastrukturgesellschaft zum ersten Mal ins Gespräch kam, dass bei allen Bundesländern zu einer großen Zurückhaltung geführt hat. Die Bundesländer haben immer wieder betont, dass sie selbst hervorragend aufgestellte Straßenbauverwaltungen haben. Und auch Hessen Mobil hat bei immer weniger Mitarbeitern, denn die CDU-geführte Landesregierung hat hier in den letzten Jahren einen massiven Stellenabbau vorangetrieben, bei immer weniger Mitarbeitern haben die Kolleginnen und Kollegen von Hessen Mobil eine engagierte und qualifizierte Arbeit abgeliefert, meine Damen und Herren. Und dafür gebührt Ihnen unsere Anerkennung. Wenn da noch ein solch großes Rad wie die Übertragung von Fernstraßen auf den Bund gedreht wird, dann führt das bei den Beschäftigten naturgemäß und zu Recht zu Unsicherheit und auch zu Ängsten. Und lassen Sie mich erst einmal festhalten, als Sozialdemokraten sind wir erleichtert, dass erreicht worden ist, dass niemand gegen seinen Willen zur neuen Gesellschaft wechseln muss, sei es nur als Arbeitsplatz oder in die neue Gesellschaft als Arbeitnehmer eintritt. Dafür sind wir als Sozialdemokraten gemeinsam mit Gewerkschaften und den Beschäftigungsvertretungen eingetreten. Und, meine Damen und Herren, auch das war für uns Sozialdemokraten wichtig. Die neue Infrastrukturgesellschaft wird eine Gesellschaft mit einem Tarifvertrag sein. Sie wird an Tarifrecht gebunden sein. Und, liebe Janine Wissler, die Diskussion haben wir ja schon anlässlich der Gründung letztes Jahr im Juni geführt. Eine privatrechtliche Organisation ist keine Privatisierung. Das will ich ausdrücklich mal hier festhalten. Und die Sozialdemokraten haben dafür gesorgt, dass der Privatisierung ein Riegel vorgeschoben wurde, meine Damen und Herren. Und darauf sind wir auch ein Stück stolz, dass wir da widerstanden haben.
Das ist ausdrücklich vom Verdi auch so bestätigt worden, als diese Grundgesetzänderung beschlossen worden ist, dass damit der Fetisch der Privatisierung ausgeschlossen ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, hier weiter bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Unsicherheit zu sorgen, liebe Janine. In der letzten Verkehrsministerkonferenz, ich glaube, es war im April dieses Jahres, ist dann das Standortkonzept der Bundesinfrastrukturgesellschaft verkündet worden. Meine Damen und Herren, nach diesem Konzept, der Kollege Lenders hat bereits darauf hingewiesen, soll es in Hessen keine Niederlassung geben, in Nordrhein-Westfalen und Hessen dagegen zwei. Meine Damen und Herren, Hessen hat fast 1.000 km Autobahnen, ist im Verkehr das Transitland Nummer 1 in Deutschland und mit dem Ballungsraum Rhein-Main das verkehrlich am meisten frequentierte Drehkreuz in Deutschland. Meine Damen und Herren. Nun sagen einige, es ist ja gut, dass eine Außenstelle des Bundesamtes nach Gießen kommen soll. Das sind qualifizierte Arbeitsplätze für Hessen. Stimmt, alles in Ordnung. Aber hier werden hoheitliche Aufgaben erledigt. Die Steuerung erfolgt nämlich über die Bundesinfrastrukturgesellschaft und deren Niederlassungen, und von denen Hessen nach diesem Konzept keine bekommen soll. Meine Damen und Herren, uns als Sozialdemokraten ist nicht nachvollziehbar, warum das Rhein-Main-Gebiet zukünftig von Rheinland-Pfalz vom Montabaur aus gesteuert werden soll. Wir können nicht nachvollziehen, dass der Ballungsraum Rhein-Main das Verkehrsdrehkreuz mit dem höchsten Aufkommen in Deutschland zukünftig sozusagen die Entscheidungen von Rheinland-Pfalz getroffen werden. Das ergibt aus fachlicher Sicht überhaupt keinen Sinn. Was man so hört von dieser besagten Verkehrsministerkonferenz, muss das ja alles ziemlich geheimnisvoll dazugegangen sein. Da gab es dann Umschläge, verschlossene Umschläge, in denen dann die Verkehrsminister sozusagen das Standortkonzept der Bundesregierung präsentiert bekommen haben. Und das haben dann die Verkehrsminister der Bundesländer zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht. Ich kenne das Ganze nur aus Erzählungen, ist uns ja mehrfach so dargestellt worden. Meine Damen und Herren, es ist erst einmal überhaupt keine Reaktion von Hessen erfolgt. Die Umschläge wurden aufgemacht, es wurde zur Kenntnis genommen, und dann gab es keine Reaktion. Und nachdem dann insbesondere Hessen Mobil und deren Beschäftigte heftige Kritik an dem Standortkonzept geübt haben, dann kam endlich Bewegung in die Diskussion. Und unser Fraktionsvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel hat bereits Anfang Mai Ministerpräsident Bouffier aufgefordert, sich auf Bundesebene auch für eine Niederlassung einzusetzen und sich selbst mit einem entsprechenden Brief an den zuständigen Verkehrsminister gewandt. Auch die Beschäftigten von Hessen Mobil und die Wirtschaft treten weiterhin nachhaltig für eine eigene Niederlassung in Hessen ein. Ich glaube, der Brief der Handwerkskammer hat uns gestern, glaube ich, alle erreicht. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass mittlerweile Ministerpräsident Bouffier und auch der hessische Verkehrsminister hier initiativ geworden sind. Und es ist doch gut, dass wir in dieser Frage an einem Strang ziehen. Aber ich komme noch einmal auf die besagte Verkehrsministerkonferenz im April 2018. Da gab es neben geschlossenen Umschlägen auch Beschlüsse. Und es hielt sich ja ziemlich lange das Gerücht, dass die Verkehrsminister der Länder den Vorschlag des Bundes einstimmig gebilligt haben sollen. Der Verkehrsminister von Hessen hat das dann gerade gerückt und dies dann auch noch einmal im Ausschuss sozusagen dargestellt. Vielmehr ist ein Beschluss folgenden Inhalts gefasst worden. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt, dass vom Bund mittlerweile konkrete Vorschläge für wesentliche Strukturelemente der Neuordnung der Bundesfernstraßenverwaltung vorgelegt wurden, die in den nächsten Wochen und Monaten mit den Ländern abgestimmt werden müssen. Meine Damen und Herren, das ist richtig. Daraus kann man keine Zustimmung interpretieren. Nur, Herr Staatsminister Al-Wazir, nachdem die Vorschläge auf dem Tisch lagen und jedem sofort ins Auge sprang, dass Hessen bei diesem Vorschlag leer ausgehen würde und keine eigene Niederlassung bekommt, da hätten wir uns eine unmittelbare Reaktion gewünscht von Seiten des Landes Hessen, meine Damen und Herren. Herr Staatsminister Al-Wazir hat immer wieder betont,
dass das Land Hessen bei der Erstellung des Konzeptes nicht eingebunden gewesen sei. Es habe zwischen den Ländern und dem Bund bis zur Erstellung des Konzeptes Funkstille geherrscht. Die Begründung war unter anderem die schwierige Regierungsbildung in Berlin. Ja. Meine Damen und Herren, dies hat dann auch dazu geführt, jedenfalls so nach Aussage des Ministers, dass Hessen dann keine eigenen Vorschläge in die Diskussion einbringen konnte. Ich muss jetzt noch einmal auf eine Debatte zurückkommen, die wir im Juni letzten Jahres anlässlich der Gründung der Infrastrukturgesellschaft geführt haben. Für die Landesregierung hat in der Debatte Staatssekretär Samson folgende Position vertreten. Es ist festgeschrieben, dass es 10 Tochtergesellschaften, damals waren die Niederlassungen noch Tochtergesellschaften, in Deutschland geben wird. Ich habe das außerordentlich große Bedürfnis, dass eine davon in Hessen angesiedelt wird. Für viele hier scheint das selbstverständlich zu sein. Ich glaube, diese Kuh ist noch nicht vom Eis. Meine Damen und Herren, wenn man im Juni, am 1. Juni letzten Jahres bereits Anzeichen dafür hatte, dass Hessen keine eigene Niederlassung bekommen soll, dann frage ich mich, was diese Landesregierung vom Juni letzten Jahres bis April dieses Jahres gemacht hat, meine Damen und Herren, um hier für hessische Interessen einzutreten. Uns wurde ein Bild vermittelt, dass der Bund den jetzt vorliegenden Vorschlag im stillen Kämmerlein sich ausgedacht hat. Woher hat dann der Staatssekretär im Juni letzten Jahres schon gewusst, dass es schwierig sein wird, hier für Hessen eine eigene Niederlassung zu bekommen, meine Damen und Herren? Da steht für uns Sozialdemokraten ein gewisser Widerspruch. Aber ich lasse das mal so stehen. Aber nun ziehen wir ja zum guten Schluss alle gemeinsam an einem Strang. Und wir hoffen, dass all unsere Bemühungen erfolgreich sein werden und Hessen die Niederlassung bekommt. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal auf eine Bemerkung meiner Kollegin, die ich sehr schätze, sie weiß das, Karin Müller, eingehen, die sie auch in der besagten Sitzung im Juni 2017 gemacht hat. Frau Kollegin Müller hat darauf hingewiesen, dass zukünftig, wenn die Landesregierung sich dafür entscheidet, auch die Planungsverfahren für hessische Autobahnen bei der Planung bei der Bundesfernstraßengesellschaft anzusiedeln. Der Kollege Lenders hat darauf hingewiesen, das ist jetzt wieder offen. Aber wenn das so kommen sollte, dass Hessen durch wegfallende Planungskosten von 10 bis 15%, von denen aber nur 3% erstattet werden, zukünftig für Sanierung und Erhalt der Straßen und in den Neubau von Radwegen investiert werden können. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, Sie hatten gesagt, Sie kommen zum Ende. Das müssen Sie jetzt auch. Mittel, die im Straßenbau frei werden, die werden Sozialdemokraten auch wieder in den Straßenbau reinstecken, meine Damen und Herren. Darauf können Sie sicher sein, weil bei uns wird mit dem Unsinn Schluss gemacht, dass Straßen aus ideologischen Gründen nicht mehr gebaut werden. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frankenberger. Als nächstes spricht für die Fraktion der CDU Herr Kollege Kaspar. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte das Thema, das sich jetzt sehr konzentriert hat, auf Standortfragen von zukünftiger Bundesverwaltung doch erst einmal etwas einordnen. Worum geht es? Wir haben uns gerade als CDU seit vielen Jahren dafür engagiert, dass wir klare Kompetenztrennungen zwischen den Dingen bekommen, für die die Länder zuständig sind, und den Dingen, für die der Bund zuständig ist. Es ist hier gelungen, im Rahmen einer Vereinbarung zwischen diesen beiden Ebenen eine Regelung zu finden, dass die Autobahnen, die im Grundsatz vom Bund vorgegeben werden, wo sie gebaut werden sollen, dass die Autobahnen, die vom Bund bezahlt werden, dass diese Autobahnen auch in Zukunft vom Bund geplant und gebaut werden sollen. Denn derjenige, der das Geld dafür gibt, der soll natürlich dann auch die Gesamtverantwortung haben.
Und während einige Bundesländer auch über Bundesstraßen nachgedacht haben, die in die Kompetenz des Bundes zu geben, ist die Position, die wir hier in Hessen haben, dass Bundes- und Landesstraßen bei uns sehr eng miteinander verwoben sind und sehr viele Übergangs- und Schnittstellen haben, sodass wir aus hessischer Sicht sagen, sinnvoll ist, dass der Bund seine Autobahnen betreut, baut, plant und wir weiter für die Landes- und Bundesstraßen hier zuständig sind. Das ist eine sinnvolle Schnittstelle. Ich glaube, das ist ein erheblicher Fortschritt, den wir gemacht haben, zunächst einmal unter dem Gesichtspunkt, dass damit Reibungsverluste zwischen den beiden Ebenen vermieden werden. Denken Sie daran, Planungen zur Schiersteiner Brücke hin, der Autobahn auf rheinland-pfälzischer Seite, wo es eben eine Zeit lang ganz andere Vorstellungen gab, der rheinland-pfälzisch-SPD-geführten Landesregierung und der früheren Bundesregierung in der Frage, und dann Verkehrsminister Ramsauer damals eine Weisung geben musste, gegenüber Rheinland-Pfalz die Dinge umzusetzen. So etwas ist natürlich mit Reibungsverlusten verbunden, zumal derjenige, der die Weisung bekommen hat, dann sich so verhalten hat, wie wir es in anderen Bereichen beschreiben würden, mit der Aussage Dienst nach Vorschrift. Also, man sieht daran, es gibt sehr viele Reibungsverluste, es gibt sehr viele Probleme, wenn wir zwei unterschiedliche Ebenen haben, die dafür zuständig sind. Ein weiterer Aspekt wurde hier vom Kollegen Frankenberger eben schon genannt. Der Bund gibt für die Planungsleistung, die die Länder bisher zu erbringen haben, 3% der vorgesehenen Baukosten. In der Praxis ist es aber so, dass bis zu von 10 bis 18% der vorgesehenen Baukosten bei den Ländern als Kosten anfallen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass der Bund, der ja nun einmal das Planungsrecht vorgibt und damit auch verantwortlich ist für diese hohen Kosten, diese Kosten nicht in der Form, wie er es bisher macht, auf die Länder abwälzen kann, sondern in Zukunft selbst dafür zuständig ist. Deswegen kann ich, Herr Lenders, es auch überhaupt nicht verstehen, dass Sie jetzt unter dem Gesichtspunkt, wo der Bund seine Niederlassung und Verwaltung hinsetzt, meinen, das grundsätzliche Thema wieder aufmachen zu müssen, wer jetzt welche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang erbringt. Ich glaube, wir hatten einen großen Konsens hier in Hessen bisher, dass das in einer Kompetenz liegen soll, aus den eben genannten Gründen. Wenn jetzt aber der Bund dafür zuständig ist, dann muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, so gern wir, wie wir als Länder mitreden wollten, dass dann natürlich auch der Bund entscheiden muss, wie er seine eigene Verwaltung aufstellt. Und selbstverständlich aus hessischer Sicht haben wir den Wunsch, dass eine Niederlassung bei uns ist. Gleichwohl müssen wir sagen, wir haben es nicht zu entscheiden, sondern wenn der Bund dafür zuständig ist, dann muss er das machen, wie er das für richtig hält. Unser hessisches Interesse ist aber vor allem, dass wir einen Ansprechpartner für all unsere Projekte haben. Denn es gibt ja immer die Schnittstelle zwischen Bundesautobahn und dann der Abfahrt, sei es zur Bundesstraße hin oder zu anderen Straßen hin. Es gibt natürlich immer Schnittstellen, und deswegen gibt es immer Gesprächsbedarf zwischen der hessischen Verwaltung in dem Bereich, die also für die Bundesstraßen und Landesstraßen zuständig ist, und der Autobahn, wenn es z.B. um die ganzen Anbindungsthemen geht. Und deswegen, unabhängig davon, ob wir den Bund noch bewegen können, eine 11. Niederlassung nach Hessen zu bringen, wenn das nicht möglich wäre, muss vor allem sichergestellt werden, dass es an einer zentralen Stelle in Hessen, und es soll ja immerhin 6 Außenstellen dieser Verwaltung in Hessen geben, an einer Stelle dann in Zukunft die Ansprechpartner zwischen den Interessen des Landes Hessen und der Bundesinfrastrukturgesellschaft angesiedelt werden. Das ist für uns die Mindestbedingung. Ich bin überzeugt davon, dass die Landesregierung, die sich sehr in dieser Frage engagiert, insbesondere unser Verkehrsminister, dort auch die Dinge voranbringen wird, damit es eben keine Koordinierungsschwierigkeiten zwischen Bund und Land in dieser Frage gibt. Wofür
Wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist Ihr Wortbeitrag gewesen, Frau Kollegin Wissler. Sie haben wieder Ihre alte Ideologie hier ausgebreitet. Alles, was in staatlicher Hand ist, ist gut und richtig. Und sobald es nur um private Organisationen geht, das ist alles dubios. Ich finde es schon erstaunlich, dass nachdem Ihre Partei, die ja die Dinge so organisiert hatte, wie Sie sie hier beschrieben haben, als Sie in der DDR regierten, nach so vielen Jahren immer noch nicht von dieser Ideologie abgekommen sind, dass Sie immer noch nicht angekommen sind in dem System der Bundesrepublik Deutschland und der sozialen Marktwirtschaft, sondern dass Sie immer noch offensichtlich diesem staatlichen dominierten System hinterherhinken, dass Sie, als Sie dort regierten, der Bevölkerung aufgebürdet haben und die darunter leiden mussten. Wir brauchen diese Ansätze nicht hier in Hessen, wie Sie sie damals für richtig gehalten haben, meine Damen und Herren. Herr Kollege Frankenberger, ich finde es erfreulich, dass Sie sich auch hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil einsetzen. Ja, da teilen wir Ihre Ansicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten eine außerordentlich gute Arbeit für die Menschen in Hessen, engagieren sich sehr gut. Und selbstverständlich achten wir darauf, dass bei den Strukturveränderungen zwischen Land und Bund die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Landes vertreten werden. Und unser Ziel hierbei ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst entscheiden, ob sie in Hessen bleiben, ob sie zum Bund gehen, und dass sie diese Auswahlmöglichkeiten haben und dass sie nach ihren eigenen persönlichen Vorstellungen, auch nach ihren eigenen Vorstellungen, an welchem Standort sie z.B. tätig sein können und werden, ihre Entscheidung treffen. Wir stehen jedenfalls an der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Straßenbauverwaltung und von Hessen Mobil, meine Damen und Herren. Wir werden daher die Gespräche weiter auf Bundesebene führen, damit die hessischen Interessen auch in dieser Frage gut gewahrt werden. Aus unserer Sicht ist eben entscheidend, egal ob es uns jetzt gelingt, eine 11. Niederlassung zu bekommen oder nicht, dass wir erwarten können, dass der Bund seine Infrastrukturgesellschaft so aufbaut, dass wir in Hessen eine einheitliche Ansprechstelle für alle hessischen Projekte auch in Zukunft haben, und unterstützen als CDU-Fraktion deswegen in dieser Frage auch engagiert unsere Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Caspar. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist das Transitland Nummer 1 mit den am höchsten belasteten Verkehrsknoten der Republik. Die wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands fließen durch unser Land. Hessen Mobil leistet hervorragende Arbeit. Zur Bewältigung der enormen verkehrlichen Aufgaben wurden erfolgreiche Strategien entwickelt. Man muss das an dieser Stelle einmal sagen. Hessen Mobil und damit Hessen ist bundesweit Spitze in der Umsetzung innovativer Lösungen. Lieber Günther Rudolph, ich verstehe diese schlechte Laune nicht. Ich verstehe sie nicht. Okay, ich verstehe sie jetzt schon, aber das ist eine andere Frage. Nee, ich meine das einmal ganz ernsthaft. Wir reden über die Frage, auch was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vergangenheit hier geleistet haben. Ich will das einmal sagen. Wenn man beispielsweise die höchste Baustellendichte aller Bundesländer hat und dem Stau aber nur im Mittelfeld ist, dann hat das auch etwas mit der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil zu tun. Kann man auch einfach einmal so stehen lassen.
Okay, ich versuche weiter, trotz der schlechten Laune des Kollegen Günther Rudolph über die Sache zu reden. Gerade in den er hat gar keine schlechte Laune. Ja, da möchte ich ihn ja nicht erleben, wenn er schlechte Laune hat, Kollegin Faeser. Aber gut. Gerade in den Bereichen der Verkehrslenkung, des Baustellenmanagements, der Telematik, des Betriebs der Autobahnen ist Hessen ganz vorne. Und daher sage ich noch einmal an dieser Stelle außerordentlich, vielleicht kann mir wenigstens an dieser Stelle auch dann der Kollege Günther Rudolph zustimmen, einer der Standorte der neuen Autobahninfrastrukturgesellschaft des Bundes gehört aus meiner Sicht nach Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Der von der Bundesregierung vorgelegte Vorschlag entspricht nicht den Erwartungen Hessens, und er ist aus meiner Sicht auch fachlich nicht zu rechtfertigen. Es ist zum Beispiel unerklärlich, aus welchen Gründen die Verwaltung des Autobahnnetzes in der Rhein-Main-Region in den Westerwald verlagert werden soll. Jetzt weiß ich natürlich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 28. Oktober ist Landtagswahl. Da spielt halt jeder seine Rolle, und jetzt wird die Frage gestellt, wer ist schuld. Die Hessen-FDP sagt wie immer, Al-Wazir ist schuld. Will ich an dieser Stelle sagen, ich weiß ja, es ist für Sie schwer zu ertragen, aber in jedem Jahr meiner Amtszeit wurde in die hessischen Autobahnen und Bundesstraßen mehr Geld investiert als in jedem einzelnen Jahr davor. Ist so. Ich lege allerdings Wert darauf, mit einem klaren Schwerpunkt auf Sanierung und Erhalt. Und im Landeshaushalt 2018/19 haben wir sogar im Landeshaushalt 2018/19 haben wir sogar im Landesstraßenbau und bei den Planungsmitteln so viel Geld wie noch nie, sogar mehr als zu Zeiten der Konjunkturprogramme. Ich sage das einfach nur einmal so. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Bottenberg? Nein. Ich habe gedacht, das ist die übliche Frage von Herrn Rock. Entschuldigung. Die Linke, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat es noch einfacher. Die Linke sagt nicht, Al-Wazir ist schuld, sie sagt, der Kapitalismus ist schuld. Ich stelle nur fest, liebe Kollegin Wissler, im Sozialismus waren die Schlaglöcher noch tiefer. Mehr muss man damit gar nicht sagen. Die Hessen-SPD macht es auch wie immer. Die sagt, die Bundesregierung ist schuld, und mit der haben wir nichts zu tun. Ich will an dieser Stelle nur sagen, ohne jetzt irgendeine Schärfe in die Debatte zu kriegen. Nein. Ohne irgendeine Schärfe. Nein. Wissen Sie, das Internet vergisst nichts. Das Internet vergisst nichts. Der Kollege Sören Barthol hat am 20. April, das war genau an dem Morgen dieser Verkehrsministerkonferenz, um 11 Uhr getwittert, der Einsatz für Hessen und die Beschäftigten hat sich gelohnt. Und der Kollege Schäfer-Gümbel hat geklickt, gefällt mir. Ich will das nur einmal so feststellen. Ich will auch keine Schärfe da reinbringen. Ich stelle inzwischen fest, zum Glück hat die SPD sich in dieser Frage geändert. Und unter dem Strich, und darauf kommt es doch am Ende an, sind wir uns alle einig. Das will ich an dieser Stelle einmal festhalten. Wir sind uns alle einig, dass Hessen eine eigene Niederlassung braucht und dass wir dafür sind, dass diese 11. Niederlassung noch gegründet wird und nach Hessen kommt. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn wir uns an dieser Stelle alle einig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will vielleicht, um wirklich über die Sache zu reden, natürlich ist klar, dass wir im Oktober 2016 bei der Einigung über die Bund-Länder-Finanzen diese Kröte schlucken mussten. Es war der Preis, es war die Kröte sozusagen der Veränderung der Auftragsverwaltung. Es war der Preis für die Neuregelung des Länderfinanzausgleiches. Deswegen haben wir da am Ende zugestimmt, obwohl ich das ausdrücklich sagen will, ich fachlich nicht überzeugt bin. Ich bin weiterhin fachlich nicht überzeugt, dass die Bundesverwaltung an dieser Stelle besser sein wird. Und ich kann Ihnen, wir haben in der Aktuellen Stunde vorher über den Netzausbau geredet. Seitdem sozusagen der Netzausbau bei den langen Leitungen zentralisiert worden ist bei der Bundesnetzagentur,
Mal ganz vorsichtig, ist es nicht schneller geworden. Ich könnte Ihnen auch Geschichten über das Eisenbahnbundesamt erzählen oder beispielsweise über die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Ich bin fachlich nicht überzeugt, dass an dieser Stelle Zentralisierung dafür sorgen wird, dass irgendetwas besser wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber so ist es, und wir müssen mit dieser Situation jetzt umgehen. Und umso ärgerlicher ist es, dass das, was uns damals versprochen wurde, nämlich dass die Länder eingebunden werden, am Ende nicht eingehalten worden ist. Ich habe einen Vorteil bei allen hier im Raum. Ich war am 20. April bei dieser Verkehrsministerkonferenz im Raum. Ja, weil ich sagen kann, wie es war. Ich muss Ihnen sagen, die Kolleginnen und Kollegen, da können Sie auch alle fragen. Übrigens an diesem Punkt eine der wenigen Ministerkonferenzen, wo sogar alle dabei sind. Da gibt es sogar eine Kollegin der LINKEN aus Thüringen, die können Sie fragen, Sie können die anderen fragen. Sie sagen, es gibt auch wieder zwei von der FDP, die können Sie auch fragen. Wir hatten am Abend vorher Kamingespräch. Beim Kamingespräch sind keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei. Bei diesem Kamingespräch ist überhaupt niemand dabei. Da sitzen nur die Minister und Staatssekretäre. Sonst darf da keiner rein. Absolut. Ja, so. Selbst da am Abend vorher hat der Bundesverkehrsminister uns gesagt, dass er uns keine Einzelheiten sagt, sondern dass er die uns am nächsten Tag bekannt gibt. Und ich habe mit einigen geredet, die da dabei sind. Alle haben gesagt, so etwas haben sie noch nie erlebt. Ich will das an dieser Stelle einfach einmal sagen. So etwas haben sie noch nie erlebt. Und ich will auch sagen, wir haben sofort danach mit der Frage uns beschäftigt, was können wir jetzt an diesem Konzept noch ändern. Ich habe dem Bundesverkehrsminister einen konkreten Alternativvorschlag präsentiert. Der Ministerpräsident hat sich an die Bundeskanzlerin, ebenfalls an den Bundesminister Scheuer, gewandt. Wir haben in vielerlei Hinsicht versucht, an dieser Stelle Bewegung in die Sache zu bekommen. Wir sind da eigentlich ein ganz gutes Stück weitergekommen. Weil wir haben am Ende in der Diskussion auch mit den Vertretern der anderen Länder ausdrücklich keinen Widerspruch gehabt gegen die Forderung nach der 11. Niederlassung und aus Bayern und Baden-Württemberg sogar ausdrücklich Unterstützung. Weil das ist ja am Ende die Gefahr, die ein Bund sieht, nach dem Motto, wenn ich denen jetzt etwas gebe, kommen dann am Ende die anderen auch. Ich will das ausdrücklich sagen. Es gibt keine Forderung aus einem anderen Bundesland nach einer 12. Niederlassung. Das sagt mir, dass der Bund an dieser Stelle sich bewegen kann, ohne Angst zu haben, dass damit die Büchse der Pandora geöffnet ist und man noch einmal alles neu machen muss. Das will ich an dieser Stelle ausdrücklich festhalten. Das erhöht am Ende unsere Chancen. Ausdrücklich, ich habe das ja schon gesagt, auch Sören Barthol hat dann am 30. Mai gemeinsam mit Thorsten Schäfer-Gümbel an den Bundesminister Scheuer geschrieben und gesagt, dass auch aus seiner Sicht als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion eine 11. Niederlassung für Hessen angebracht ist. Das bedeutet, dass an dieser Stelle auch die SPD-Bundestagsfraktion jetzt sich dieser Position angeschlossen hat. Den einzigen, den wir jetzt noch bewegen müssen, ist der Bundesminister selbst, weil das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wir haben in Anführungszeichen kein Drohpotenzial. Es gibt sozusagen keinen Zustimmungsvorbehalt an dieser Stelle des Bundesrates. Der Bund will seine eigenen Autobahnen jetzt selbst sozusagen an dieser Stelle verwalten. Er hat natürlich die Hoheit, wenn er das so will. Ich glaube allerdings, dass wir gute Argumente haben, warum man am Ende die fachliche Kompetenz, die bei Hessen Mobil in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, nicht zerschlagen sollte, sondern eine hessische Niederlassung mit einer Zuständigkeit für das hessische Autobahnnetz am Ende gründen sollte. Herr Minister, ich habe Sie an die vereinbarte Redezeit zu erinnern. Ich kämpfe weiter für die Niederlassung Hessen. Die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil liegen mir besonders am Herzen. Sie sind das wichtigste Kapital der Straßenbauverwaltung. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Ich hoffe, dass jenseits allen Pulverdampfes, der etwas mit einem Wahltermin am 28. Oktober zu tun hat, wir an dieser Stelle uns einig sind. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam an dieser Stelle Erfolg haben und den Bund dazu bewegen können, dass er diesen Teil des Konzeptes noch einmal ändert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister. Als nächstes spricht Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Wintermeyer, ich stehe Ihnen nicht im Wege. Sie können gerne den Raum verlassen und zum Essen gehen. Das ist kein Problem. Meine Damen und Herren, die Frage, die der Staatsminister Al-Wazir jetzt immer noch nicht beantwortet hat, hat noch nicht einmal Ansätze dazu verwendet, wie ist eigentlich überhaupt zu dieser Situation gekommen? Sie haben uns jetzt bereits erklärt, dass eigentlich alle im Hause uns einig sind, dass es nahezu eine Katastrophe ist, wenn wir in Hessen keine eigene Niederlassung bekommen. Und ich glaube, das kann man alles gewichten. Aber Herr Sänge wird kalt. Okay, das ist wirklich wichtig. Aber meine Damen und Herren, es hat auch nichts mit dem Wahltermin zu tun, weil am Ende geht es darum, dass die Niederlassung fehlen wird, und sie wird weit über den 28. Oktober hinaus fehlen. Das Problem wird dann sehr nachhaltig sein. Und ich muss dann auch einfach mal sagen, das, was Sie uns versucht haben zu erklären, Frau Müller hat mir irgendwie vorgeworfen, ich würde ja jetzt erst aktiv werden. Frau Müller, der Staatsminister Al-Wazir hat uns auch relativ spät erst informiert. Und da hat er uns dann informiert über diesen ominösen Tag der Verkehrsministerkonferenz, wo dieser geheime Kommandosache der Umschlag übergeben wird. Und da, meine Damen und Herren, bis zu diesem Punkt, da kann man ja über diese Geschichte, kann man ja schon mal, ne, also, klingt ja alles schon ein bisschen mysteriös, aber bis dahin bin ich sogar Ihrem Staatsminister gefolgt und habe gesagt, na ja, ich unterstelle niemandem was Böses. Aber wenn man sich dann mal etwas länger damit beschäftigt, Frau Müller, dann kommt eben das, was der Kollege Frankenberger gesagt hat, dann kommt man auf so eine Aussage zurück, die der Staatssekretär vorher schon getroffen hat. Und dann fragt man sich, wenn der Staatssekretär schon die Erkenntnis gehabt hat, weit vor diesem Termin, warum hat denn die Landesregierung nicht gehandelt? Warum hat denn der Verkehrsminister Al-Wazir den Bedenken seines Staatssekretärs denn nicht Rechnung getragen? Und, meine Damen und Herren, die Frage, die Sie bis dato und auch Al-Wazir jetzt wieder nicht beantwortet hat, was ist mit dem Bericht der Bodewig-Kommission bereits im Februar 2016? Dort war das Konzept sozusagen niedergeschrieben. Und 7 Länder gehen hin und stellen die Anträge und sagen, wir wollen eigene Niederlassung haben. Und Hessen nimmt nicht teil, nimmt es nicht zur Kenntnis, ignoriert das Ergebnis der Bodewig-Kommission. Meine Damen und Herren, diese Frage haben Sie nicht beantwortet, wahrscheinlich, weil Sie sie nicht beantworten wollen. Und, meine Damen und Herren, was ich dann schon einer der Argumente, die ins Feld geführt worden ist, ist, hätte keine amtierende Bundesregierung gegeben. Ja, aber es hat doch nicht die gesamte Bundesverwaltung, die ganzen Bundesministerien. Das ist doch nicht so, als wenn das ganze Ministerium stillgestanden hätte. Ist egal, auf welcher Ebene. Natürlich haben die weitergearbeitet. Natürlich hätte man sich auf Arbeitsebene weiter informieren können. Nichts von dem ist passiert. Und meine, dann finde ich dann auch schon sehr bemerkenswert, was denn der Kollege Uli Kassler gesagt hat. Er hat gesagt, dass es am Ende, ob das 10 oder 11, ob Hessen jetzt eine bekommt, oder nicht, das ist ja so, ist ja gar nicht so dramatisch. Also das sollten wir uns mal nicht aufregen. Und auch der Staatsminister hat gesagt, wir hätten ja kein Drohpotenzial. Na ja, Drohpotenzial weiß ich nicht. Das muss man auch nicht haben. Aber ich sehe eben nicht, dass Sie sich wirklich bereit sind, auf die Hinterbeine zu stellen. Das sehe ich nicht. Alleine in der Frage, weil das ist eben dann hier abgewiegelt worden. Ob wir, Uli Kasper hat eben in Frage gestellt, nach dem Motto, ob die FDP allen Ernstes denn dann von den Möglichkeiten Gebrauch machen würde und hoheitliche Aufgaben wieder in den Bereich des Landes zurückzuholen. Da hat er gesagt, na, mit der CDU scheint das ja nicht zu machen zu sein. Und ich sage Ihnen, natürlich müssen wir darüber nachdenken. Wenn Hessen keine eigenen Niederlassungen bekommt, dann müssen wir darüber nachdenken, welche Potenziale, welche Möglichkeiten Hessen und Hessen Mobil dann noch hat. Und von den Möglichkeiten müssen wir Gebrauch machen. Und das ist keine Drohkulisse, aber das sollte eine klare Ansage an den Bund sein, dass sein schönes Konzept da nicht funktionieren, wird, meine Damen und Herren. Und das ist nichts anderes, das ist nicht mehr und nicht weniger, als die Interessen des Landes zu vertreten. Und das erwarte ich von einer Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt beendet. Die beiden vorliegenden Anträge
6.549 und 6.578 aus 19 verweisen wir in den zuständigen WVA zur weiteren Beratung. Damit ist die für den Vormittag vorgesehene Tagesordnung abgearbeitet. Und wir treten in die Mittagspause ein, wie vereinbart, bis 14.30 Uhr. Also 14.30 Uhr geht es weiter.